So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo. Ja, wir sind bereit für eine neue Runde. Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und da habe ich mich heute an die Spitze der Hierarchie im Zoo durchgearbeitet. Jörg Junold, der Direktor des Zoos Leipzig, ist bei mir. Hallo, Herr Junold. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank dafür. Podcasten, wie viel Erfahrung haben Sie damit eigentlich schon? Noch nicht so viel. Ich habe jetzt, glaube ich, den dritten Podcast gemacht oder mache ihn mit Ihnen. Da haben Sie aber schon einen kleinen Vorsprung. Ich meine, der Begriff Zukunft, der hängt ja in Ihrem Namen immer so mit dran. Sie sind mit solchen Formaten auch dann schon ein bisschen vertraut. Also ich habe in der letzten Woche einen Podcast gemacht für die Universität. Und zwar ging es da um das sogenannte Deutschlandstipendium, was wir als Zoo Leipzig ja unterstützen. Ja. Und hat mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Sie sind also nicht schüchtern gegenüber Medien. Mussten sich das erst antrainieren oder waren Sie davon Anfang an gleich dabei? Naja, richtig schüchtern war ich wahrscheinlich noch nie, aber das Thema Medien, das ist schon Training zum einen und die Scheu verlieren und am Ende es als völlig normal anzusehen, mein Mikrofon vors Gesicht gehalten zu bekommen oder meine Kamera, da wächst man rein. Also das war bei mir nicht von Anfang an so, dass das mich völlig kalt gelassen hat, sondern so die ersten Interviews, die ich gemacht habe vor fast 25 Jahren, da war ich schon etwas aufgeregter als heute. Heute gehört das für mich zum Alltag. In einer Führungsfunktion hat man ja sicherlich auch immer öfter noch Angst, irgendwie was Falsches zu sagen oder muss auf seine Worte besser abwägen und wiegen. Ich glaube, die Scheu habe ich mehr oder weniger verloren. Ich denke, dass mit gesundem Menschenverstand und sage ich mal, mit dem, wie ich kommuniziere, ich mich nicht verstellen muss vor den Medien. Ich kommuniziere gegenüber Mitarbeitern genauso, wie ich das gegenüber Medien tue. Wenn ich etwas nicht sagen möchte, sage ich das auch den Medien, sei bis hierher und nicht weiter. Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht sagen oder das möchte ich jetzt nicht kommentieren. Ja, ja. Damit sage ich immer die Wahrheit und spreche aber auch das nicht aus, was vielleicht intern ist. Ansonsten glaube ich, und das ist vielleicht auch, sag mal, für die Rolle gut, die ich ja habe als Zoodirektor, so ein Stück Authentizität, sowohl im täglichen Beruf als auch gegenüber den Medien, schadet nie. Also wer sich da verstellen muss, glaube ich, der hat es viel schwerer. Ich muss das nicht, also ich lebe meinen Job und ich lebe den vor der Kamera genauso, als wenn sie aus ist. Nun ist der Schlenker zu Elefant, Tiger und Co. natürlich nicht weit, als diese Idee damals auf Sie zukam. Kam die überhaupt auf Sie zu oder haben Sie das angeregt? Naja, das ist, die Geschichte ist zweiseitig. Also ja. Wir sind auf den MDR zugegangen, weil wir eine Reportage haben wollten. Es war damals die Zeit 125 Jahre Zoo im Jahr 2002. Ja. Und wir sind zur Redaktion Kultur und haben gesagt, Mensch, wäre schön, wenn ihr eine Reportage macht. Und es war im Gespräch, dass wir eine 11-teilige Folge oder so machen mit historischen Geschichten. Und als dann das Kamerateam bei uns war und die Redaktion, und ich glaube, es war der Peter Dreckmann, der heute ja der Unterhaltungschef ist beim ja. MDR, der Peter Dreckmann mit einem Team dann zu uns kam, hat er gesagt, oh, das ist ja alles so spannend, lass uns doch mal was Neues machen. Eine Reportage ist ja langweilig und ihr habt viel schönere Geschichten und wir hätten da eine Idee. Das Fernsehen hat es also gleich wieder übertrieben. Das Fernsehen hat die Ursprungsidee umgewandelt in ein neues Format und das Lächeln, was ich da erst auf den Lippen hatte und wo ich dachte, naja, okay, nach 11 Sendungen ist das, hat sich das erledigt, war aber nicht so. Also ich glaube, da hatten die Redakteure genau das richtige Gespür und waren am Puls der Zeit und haben damit natürlich ein Format geschaffen oder vielleicht auch wiederentdeckt, weiß ich nicht, ob es das schon mal gegeben hat, was eingeschlagen hat. Und das, da kann man nur sagen, Chapeau, da haben wir vieles richtig gemacht gemeinsam. Waren die Pfleger da von Anfang an schon mit dem Boot? Also haben Sie das vielleicht doch sogar mit angeschoben? Ja, also ohne Pfleger wäre es nicht gegangen. Ja. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir viele Tierpfleger haben oder auch, gilt ja nicht nur für Tierpfleger, sondern auch andere vor der Kamera, die eine gewisse Affinität haben, die eben auch mit der öffentlichen Rolle des Zoos schon gelernt haben, umzugehen, ja. Die sich auch, und auch das haben wir über die Jahre ja sogar trainiert am Anfang,
sich vor Besucher stellen, eine kommentierte Fütterung machen. Dort haben wir Unterstützung gegeben, zum Beispiel immer seit Ende der 90er Jahre, wo wir das intensiver dann ausgebaut haben. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass man die Scheu verliert, vor Menschen zu sprechen, auch vor einer Kamera zu sprechen. Und das hat vielleicht geholfen, damals auch ein Stück unbefangen an die ganze Geschichte heranzugehen. Das hat mir Michael Ernst ja auch schon erzählt. Man hat das ja immer so im Kopf, als würde das schon ewig laufen mit diesen kommentierten Fütterungen. Das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Nein, das ist noch nicht lange her. Ich weiß genau, am Anfang hatten wir sogenannte Maßnahmepläne. Die haben wir uns immer vorgenommen für den Saisonstart. Wir hatten nicht so viel Geld für die großen Investitionen. Das war alles noch nicht klar, wo geht die Reise wirklich hin, sodass wir versucht haben, so mit kleinen Mitteln, die auch nicht viel Geld kosten, den zum Besuch einfach attraktiver zu machen. Und dazu gehörte gleich am Anfang, das muss Anfang 98 gewesen sein, dass wir die kommentierten Fütterungen eingeführt haben. Gab es das schon in anderen Zoos? Das gab's schon, ja. Es wurde mehr in anderen Zoos, aber es gab's schon. Auch dort habe ich das schon gesehen. Und es war ja relativ einfach zu machen, eine Lautsprecheranlage zu installieren, dem Pfleger ein Mikrofon in die Hand zu geben. Technisch ist einfach, ja. Und dann einfach loszulegen. Ja. Und ich sag mal, so ähnlich wie eine kommentierte Fütterung passiert, dass der Pfleger halt etwas aus dem Alltag erzählt oder über die Tiere erzählt, so funktioniert ja Elefant, Tiger und Co. auch. Ja. Natürlich noch ein Stückchen intensiver, was den Arbeitsalltag angeht. Aber dass das die Leute interessiert, das merkt man ja. Ne? Also wenn ein Pfleger anfängt zu erzählen, dann finden das die Besucher klasse. Nun mag das ja nicht jede Führungsetage von Unternehmen, wenn die Angestellten quasi freies Wort bekommen die ganze Zeit. Hatten Sie da am Anfang Bedenken? Also es war etwas Neues für uns alle, ne? Was wir auch lernen mussten. Und dazu gehört erstmal grenzenloses Vertrauen. Ja. Auch ich habe am Anfang Sorge gehabt, dass wenn wir nicht dabei sind und gucken, was passiert denn da, die Mitarbeiter vielleicht selber auch nicht sicher sind, auch verunsichert, wenn sie da alleine mit einem Kameramann stehen. Ja. Dieses Loslassen und Türen aufmachen, das ist zum einen Vertrauen in die Mitarbeiter, ist aber zum anderen auch ein Riesenvertrauen und Vertrauensvorschuss in die Drehteams. Ne? Also auch wir müssen vertrauen, dass die Dinge, die vielleicht auch mal nicht ins Fernsehen gehören, dann eben auch draußen bleiben und dass wir nur in gewisser Weise eine Geschichte erzählen und einen Alltag erzählen. Aber dann, wenn es ins Private reingeht oder wenn vielleicht auch ein Pfleger sich unangenehm berührt fühlt, dass da eben auch mal die Kamera ausgeschaltet wird und dann auch akzeptiert wird, wenn der Pfleger sagt, pass mal auf, das will ich jetzt aber nicht, jetzt geht es mir gerade nicht gut. Und das ist etwas, wo wir gegenseitig was lernen mussten, was aber relativ schnell ging und was die hohe Professionalität der Autoren dann für uns auch leicht gemacht hat. Und bei unseren Pflegern hatte ich da keine Sorgen. Also die brennen alle für den Zoo, das wissen wir. Und dass die immer das Beste für den Zoo wollen, das wissen wir auch. Kontrollieren Sie denn jede Folge eigentlich? Oder haben Sie es am Anfang gemacht? Nein, also ich habe am Anfang, muss ich zugeben, jede Folge sehr, sehr sorgsam angeschaut und mir natürlich dort auch ein Bild gemacht und eine Meinung gebildet. Wir haben unsere Pressestelle ist am Anfang, glaube ich, viel öfter noch mitgegangen auch. Und als wir gemerkt haben, das nimmt alles eine Dimension an, die können wir gar nicht beherrschen. Ja. Das geht nur mit Vertrauen. Haben wir darauf gesetzt, dass eine intensive Abstimmung mit Drehteams stattfindet und dass wir dieses gegenseitige Vertrauen und auch das gegenseitige Angewiesensein aufeinander, dass das also locker vor der Kamera stattfindet, dass wir nicht jetzt einen Tierpfleger anweisen, verhalte dich so und so, sondern dass das eben aus dem Leben gegriffen ist und umgekehrt natürlich, dass wir als Zoo auch ordentlich dargestellt werden. Sie sprachen das Training ja schon an, was Sie damals auch eingeführt haben, noch für die kommentierten Fütterungen. Gibt es das jetzt auch und vor allem bei Lehrlingen? Wie gucken Sie denn da drauf, wer eventuell telegen ist? Ja, also das hat mittlerweile einen Selbstlauf übernommen. Da gucken die alle selber hin, wer ist da geeignet. Und die gerne sich vor Leute stellen und auch was erzählen, die filtern sich immer wieder raus. Ja. Es gibt eben Leute, die extrovertierter sind und die introvertierter sind. Das ist aber ein Prozess, da müssen wir gar nicht groß eingreifen, sondern diese Talente, die bringt auch der Nachwuchs mit und dann kriegen sie auch Unterstützung und dann wird sich auch mal selbst gefilmt. Da ist der Besucherservice mittlerweile auch eingebunden. Also nicht nur Tierpfleger, sondern
Auch diejenigen, die als Zoolotse bei uns arbeiten und Führungen machen, also auch vor Publikum stehen. Und so kann man, wenn man sich ab und zu professionelle Hilfe holt und dann auch Tipps bekommt, wie wirkt man denn vor einer Kamera oder auch vor einem Mikrofon, dort irgendwelche Mängel abstellen und auch was lernen. Und das wurde bisher immer dankbar angenommen. Also so eine kleine Rhetorikschule haben Sie da sozusagen angeboten, oder? Ja, das ist zum einen eine Rhetorikschule, das ist aber zum anderen auch Verhalten vor der Kamera oder dass man halt in gewisser Weise auch die Sprache nutzt und deutlich spricht. Aber trotzdem sächsisch bleibt. Trotzdem sächsisch bleibt. Also wichtig ist uns auf alle Fälle, dass die Pflegerinnen und Pfleger authentisch bleiben, denn ich glaube, nur davon lebt es, dass Charaktere und auch unterschiedliche Verhaltensweisen sichtbar werden und zum einen der sächsische Dialekt, aber anderen auch dieser verschmitzte Witz, den ja viele mitbringen, davon lebt ja das Ganze und das ist ja auch das, wo wir die wirklich traumhaften Zusendungen bekommen, ob das der MDR ist oder wir, die Rückmeldung. Wo also Leute sich an ihre Kindheit erinnert fühlen und jetzt in San Diego leben, wo aber auch ältere Menschen dann sagen, Mensch, ich gucke jeden Tag und ich will dir mein Vermögen vererben. Also ich sag mal, da gibt es die vielfältigsten Rückäußerungen. Ja. Und das gab es auch schon, ja. Alles ist mit Emotionen verbunden und es ist unglaublich. Das ist zum Beispiel etwas, was ich als Zoodirektor nie gedacht hätte, wie viel Emotionen mit dem Zoo verbunden sind und in welche Bereiche das auch hineingeht. Also wenn Menschen dann ihr Herz ausschütten, weil sie glauben, wir sind gute Menschen, wir gehen mit Tieren gut um und deswegen sind wir gute Menschen und vertrauenswürdig. Und sowas habe ich nie geglaubt, dass es sowas gibt, aber so ist es manchmal. Das gibt einem ja auch so einen gewissen prominenten Status. Nun ist ja bei den Tierpflegern, das sprachen Sie mir auch immer an, so märschen auf das Du. Und dann haben Sie natürlich die Führungsfunktion bei Ihnen. Wie äußert sich das da? Da ist schon noch ein bisschen der Abstand oder kommen alle auf Sie zu? Schön so haben Sie da. Ach, da kommt der eine oder andere schon auf mich zu, wenn er mich erkennt. Das ist halt, wie Leute immer so sind. Manche tuscheln da von der Ferne, das kriegt man ja mit. Und wenn sie einen erkannt haben und andere sprechen einen dann auch an. Aber das ist etwas, damit habe ich gelernt zu leben und das ist ja meistens auch nicht unangenehm. Es gibt Momente, da will man auch mal alleine sein. Also wenn ich in einem Kaufhaus bin und suche mir ein paar Klamotten, dann möchte ich auch mal nicht angesprochen werden. Verständlich. Aber meistens auf der Straße oder so habe ich ja kein Problem damit, denn es würde dann unangenehm werden, glaube ich, wenn man schlechte Schlagzeilen produziert und dann vielleicht beschimpft wird, aber das ist ja nicht der Fall. Dadurch, dass wir ein angenehmes Thema vertreten und auch positiv besetzt sind vom Image, kann man das schon aushalten. Und wenn zum Beispiel gerade mal was nicht gut läuft, zum Beispiel das Pech immer mit den Elefantengeburten oder sowas, kommen da auch öfter Leute dann auf Sie zu? Ja, auch da. Also das meiste ist aber mitfiebern, denn ich glaube, wir haben uns in Kommunikationsstil angewöhnt, dass wir sehr transparent sind. Also nicht nur bei Elefant, Tiger und Co., sondern auch sonst eine sehr aktive Öffentlichkeitsarbeit pflegen und es im Prinzip nicht viel Geheimnisse bei uns gibt. Also dadurch, dass die Türen so weit offen sind, die Leute auch sehen, wie wir arbeiten, wir auch Themen, die kritisch sind, auch vor die Kamera bringen. Sie sprachen von dem Pech bei den Elefantengeburten, wo wir das selber, wie wir zerrissen sind, wie wir kämpfen um Leben oder Tod, welche Gefühle da bei uns auch stattfinden, sowas kommt ja alles vor die Kamera und das ist auch nicht gespielt, sondern das ist echt und das nehmen uns die Leute auch ab und dadurch, dass das so ist, glaube ich, wird uns das auch wenig übel genommen, sondern Verständnis. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, auch wenn es schlechte Nachrichten sind, da muss man durch und muss dann auch stehen und auch mal Haltung zeigen und dann ein paar Frechheiten, die dann kommen, die muss man auch mal aushalten und dann einfach abprallen lassen. Weil Sie gerade das Transparente ansprechen, das habe ich ja auch so erlebt. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Geschichte mit den zwei jungen Löwen, die ihr Gehege da ausgetestet haben und plötzlich draußen auf dem Weg unterwegs waren. Wie sehr ist Ihnen da zum Beispiel das Herz in die Hose gerutscht? Ja, natürlich ist das ist eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann. Ja. Und ich bin heilfroh, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist, obwohl wir natürlich ein Tier verloren haben und dann auch die Kommentare entsprechend bekommen haben. Das ist auch okay so. Das sei auch den Tierliebhabern so gegönnt. Aber
Da gibt es dann für mich ganz klare Prioritäten, dass das Menschenleben ganz klar vor dem Tierleben kommt und dass wir Menschenleben zu schützen haben und auch eine Gefahr einzudämmen haben. Trifft Sie das, solche Kommentare? Also über die Jahre habe ich mir, glaube ich, schon einen Panzer zugelegt. Es trifft mich manchmal noch, wenn so völlig unvorbereitet Dinge kommen, die sehr ungerecht sind und auch in einem Duktus, wir haben ja Meinungsfreiheit und jeder darf schreiben und sagen, was er will, wo ich glaube, die hat er so nicht verdient, die habe ich vielleicht persönlich auch so nicht verdient. Das trifft mich schon noch, aber ich sage mal, insgesamt professionell gehen wir mit den Situationen natürlich viel, viel gelassener um. Ich folge dann gerne dem Rat meiner wunderbaren Presseabteilung, die sagt, mal nicht in Facebook reingucken, 2-3 Tage, das mache ich dann auch nicht. Da muss ich mich auch nicht so ärgern und dann ist auch wieder gut. Also Sie lesen dort sonst schon, was so steht, was angesagt ist, was die Leute denken? Ja, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich unbedingt so ein Follower von sozialen Medien bin. Das möge die junge Generation oder die jüngere Generation anders sehen als ich. Ich komme privat auch ohne die vielen Dinge aus. Ich habe da meine WhatsApp-Gruppen, mit denen komme ich gut zurecht. Ja. Aber ich muss jetzt nicht mein ganzes Leben ausbreiten vor einer Fangemeinde. Ich komme da noch ganz gut ohne zurecht. Breiten wir trotzdem einfach mal Ihr Leben aus. Wir müssen ja nicht ins größte Detail gehen. Sie sind ja studierter Veterinär. Nun hat man da, auch wenn das sicherlich die ganze Bandbreite abbildet, als erstes mal eine nette Tierarztpraxis, so mit Tieren maximal bis Dogge vor sich. Hatten Sie am Anfang des Studiums was anderes vor Augen? Nein, ich hatte genau das vor Augen. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden. Mein Vater war Tierarzt. Das passt. Und hat eine Landpraxis gehabt. Genauso wollte ich leben. Dass ich da halt gemischt Tiere habe, von der Katze bis zum großen Rind. Und ja, das war der Traum. Und was ist dann passiert? Ja, dann bin ich erwachsen geworden und ins Leben gekommen und habe natürlich sehr gerne das Studium gemacht hier in Leipzig und habe es auch genossen, das Studentenleben in Leipzig entsprechend zu leben. Mhm. Und am Ende des Studiums, Ende der 80er Jahre, haben wir ja auch eine politische Situation gehabt, die maßgeblich auch meine spätere Entwicklung, mein späteres Leben beeinflusst haben. Ich bin vom Jahrgang her Absolvent 1990, habe meine letzte Staatsexamensprüfung am Tag der Währungsunion gemacht. Und diejenigen, die das noch nachvollziehen können, die wissen in etwa, was dann passiert ist. Da hat sich das ganze Leben umgekrempelt bis hin zur Abgabe des Personalausweises. Wir haben natürlich alle uns selbst hinterfragt, was machen wir beruflich und wie geht das Leben weiter? Und so war es bei mir genauso. Die Welt stand dann offen. Es gab völlig neue Möglichkeiten. Aber die Praxis Ihres Vaters, die war noch da, die hätten Sie noch übernehmen können? Die hätte ich theoretisch übernehmen können, aber ich fand damals, ich war gut ausgebildet, wollte noch eine Doktorarbeit machen, bin dann an der Uni noch geblieben, ja. hatte ein Stipendium. Das hat auch gut geholfen, sich nochmal umzuschauen. Ich habe mich dann in der Welt angefangen umzuschauen, auch in vielen Tierarztpraxen und bin dann über einen Nebenjob ganz tief reingerutscht in eine Futtermittelfirma. Habe dann auch gemerkt oder mich selber hinterfragt, willst du das machen, so eine Praxis, oder gibt es nicht andere Möglichkeiten? Mhm. Bin dann in einen Konzern gekommen für 5 Jahre, wo ich völlig neue Möglichkeiten hatte, die ich mir nie habe träumen lassen und wo ich auch etwas, was mir offensichtlich im Blut liegt, dass ich gerne Dinge auch organisiere und manage, ja, voll ausleben konnte und auch entwickeln konnte. So dass ich immer für mich sage, das war noch mal mindestens genauso viel wert wie das 5-jährige Studium, diese ersten Jahre Berufserfahrung, wo ich immens gelernt habe. Das war wie ein Betriebswirtschaftsstudium oder wahrscheinlich noch besser, weil es in der Praxis war. Und da war der Zoo dann der nächste logische Schritt? Ja, also ich sag mal, der Lebenslauf sieht vom Ende betrachtet immer so aus, als ist das alles geplant. Aber vieles ist auch nicht geplant, so war es auch bei mir. Es fügt sich nur zusammen, weil irgendwann man sich mal so wohl fühlt, dass man sich auch entfalten kann und eben die richtigen Voraussetzungen mitbringt. So war es hier auch. Es war 1997 die Stelle ausgeschrieben.
Es ist jemand gesucht worden, der Manager ist, eigentlich der wirtschaftliche, den wirtschaftlichen Hintergrund hat. Das hatten Sie? Aber den Tieren nicht fremd war. Nun war ich Tierarzt, habe aber 5 Jahre im Management gearbeitet und habe dann im ersten Vorstellungsgespräch offensichtlich auch das Gremium überzeugt, mich nochmal einzuladen. Und das habe ich dann ernster genommen oder die 2 anderen Gespräche, die ich hatte, habe meine Vorstellungen auch genannt und konnte mich dann durchsetzen von 55 Bewerbern, derjenige zu sein, der es wird. Und ich habe für mich eine Chance gesehen, das, was ich so vereine, also zunächst das Tierwissen, dann aber auch diese Erfahrung vom Management, vom Marketing insbesondere, hier einzubringen. Und natürlich habe ich nicht gewusst, es war für mich ein Abenteuer, wirst du das schaffen oder wirst du es nicht schaffen, weil der Zoo war in Not. Der Zoo brauchte eine Idee, der Zoo brauchte eine Zukunftsplanung und einen Weg, wie er aus der Krise kommt. Er stand in der Öffentlichkeit zu dem Zeitpunkt nicht sehr gut da, weil natürlich auch das Geld fehlte und die Stadt Leipzig ja immer noch am Umbauen war. Aber so habe ich mich dann schrittweise eingefuchst hier und kann im Rückblick sagen, es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe immer wieder neue Herausforderungen gefunden. Aber Sie haben gleich am Anfang auch gesehen, es muss was anders werden und dafür waren Sie auch bereit. Ja, das habe ich sehr bewusst gesehen, das habe ich auch gewusst, als ich mich bewarb. Mir war klar, als jemand, der in der DDR groß geworden ist und die ersten 26 Jahre seines Lebens dort auch verbracht hat, dass vieles verschlissen war, so ging es ja dem Zoo, 22 Hektar Immobilie, die Grundleitungen kaputt, die Gebäude kaputt, gerade erstmal alles überhaupt von Ofenheizung auf Fernwärme umgestellt. Mhm. Also das kann man sich ja heute kaum noch vorstellen, aber so war es. Und baufällige Gebäude, viel Denkmalschutz, eigentlich ein Riesenwust und dann ein Gutachten, was sagt, hier müssen mal 100 Millionen D-Mark reinfließen, damit man überhaupt das instand hält, was hier auf der Fläche ist. Und dass das nicht so weitergehen konnte, das war vielen klar und das war mir auch klar und dass da eine Idee her musste und so eine Zukunftsvision und auch die Leute und die Stadt mitnimmt, das hatte ich eigentlich relativ schnell begriffen. Da kommt ja der Zoo der Zukunft ins Spiel, das tragen Sie ja mit sich wie so einen zweiten Namen. Wie muss man sich das vorstellen? Eine schöne Mondnacht, Sie saßen draußen auf der Terrasse und dann kam die Vision? Nein, wenn es immer so einfach wäre, wobei manche Ideen kommen so, das ist so. Ja. Manche Ideen kommen tatsächlich über Nacht. Aber diese große Idee vom Zoo der Zukunft, die ist schon gewachsen. Ich habe mir am Anfang Zeit erbeten, auch von der Stadt Leipzig. Ich habe gesagt, also ich muss selber reinwachsen in die Position. Dann gebt mir mal 2 Jahre etwa und ich werde ein Konzept vorlegen, wie wir den Zoo entwickeln. So bin ich eigentlich rangegangen und habe am Anfang sehr viel zugehört, weil ich wusste, dass hier natürlich Mitarbeiter mit viel, viel Erfahrung arbeiten. Also die komplette Tiergärtnerei, also Tierpflege, aber auch die Biologen, Tierärzte gehörten zu den Besten, die es gibt. Fachlich waren die fit. Was aber unterentwickelt war, war die ganze ökonomische Seite und die Struktur, wie man halt in der Marktwirtschaft und in dem neuen System vielleicht anders als ein Anhängsel der Stadt oder als eine Abteilung der Stadt den Zoo führen kann. Also da musst du erstmal begeistern. Ja, und da konnte ich was mitbringen, habe aber am Anfang nicht unbedingt Begeisterungsstürme geerntet, sondern da gab es natürlich auch viele Ängste. Ja. Was passiert da? Wird da ein Jurassic Park draus? Können wir uns dort überhaupt noch wohlfühlen? Spielt das Wohl der Tiere noch eine Rolle? Und es musste etwas her, was zum einen fachliche Exzellenz sichert, das Wohl der Tiere ernst nimmt, was aber auf der anderen Seite neue Wege geht, um auch offen zu sein für das, was Trends im Freizeitbereich sind, was Freizeitbedürfnisse der Menschen angeht. Wenn Sie heute irgendwo hingehen, ein gutes Essen, ein gutes Lokal gehört dazu. Wenn man sich den Freizeitmarkt genau angeschaut hat, was sich dort entwickelt hat und worauf dort gesetzt wurde, konnte man viel lernen und 1:1 auf den Zoo übertragen. Und das war dann tatsächlich ein Prozess von 2 Jahren etwa.
um zur Frage zurückzukommen. Hab den Weg gern mitgemacht. Und das war ein Team, das sage ich auch immer. Ich bin zwar der Teamleiter, aber ich habe das natürlich nicht alles allein entwickelt. Und ich habe aber immer noch eine exzellente Erinnerung an diese Zeit, weil das eine Zeit des Aufbruchs war. Eine Zeit, wo wir gesagt haben, komm, jede Idee ist möglich, egal wie verrückt sie klingt. Wir denken erstmal ganz groß und dann gucken wir, was machbar ist. Wie kann man das entwickeln? Wie kann man auch, ohne dass die Stimmung schlecht wird, die Menschen, die es nutzen, daran beteiligen, dass sie also zu Kunden werden und auch Geld bezahlen, mehr Geld, viel mehr Geld, als sie früher bezahlt haben. Ja. Und dazu muss man sich Gedanken machen und muss viel nachdenken und Dinge auch auf den Prüfstand stellen und auf neue Wege gehen und neue Ideen zulassen. Und diese kreative Zeit, die habe ich in extrem guter Erinnerung. Du mussten es ja irgendwann auch mal der Politik vorstellen. Gab es da den Moment, wo sie sagten, einmal auf den Tisch gehauen, jetzt haben wir das durch? Ach, da gab es viele Momente. Da gab es auch Rückschläge. Ich weiß noch, als ich meine ersten Ideen Wolfgang Tiefensee zeigte, der war damals Oberbürgermeister geworden, 1998. Heute darf ich das sagen, wir sind immer noch gut befreundet und gut verbunden. Ja. Und ich sagte ihm meine ersten Ideen und sagte so, als Preisschild muss da 180, 200 Millionen D-Mark ran. Da fiel er aus allen Wolken und hat gesagt, nee, Junholz, Sie sind verrückt, das geht nicht. Ja. Und das hat mich natürlich stark getroffen, weil ich bin ja hier angetreten, um was zu verändern und was zu bewegen. Und ich war da überhaupt nicht einverstanden, was der Oberbürgermeister sagte. Und da mussten mich erstmal ein paar Leute wieder aufbauen. Sie gesagt haben, also jetzt aber erst recht und dem werde ich zeigen, dass wir es trotzdem können. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, er ist heute im Rückblick auch dankbar, dass wir diesen Weg gegangen sind und dass wir ihm auch etwas Professionelles vorgelegt haben. Der überzeugende Weg, der ist ja auch rundum wahrgenommen worden. Es ging ja sogar so weit, ich glaube, vor 10, 12 Jahren, dass als die Oberbürgermeisterwahlen anstanden, Sie sogar als Spekulationsobjekt in der Zeitung mit drin waren, eventuell diesen Posten zu besetzen. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Wie gehen Sie denn mit solchen Geschichten um? Ja, mit einem Lächeln. Und ich habe ja das nie kommentiert in der Öffentlichkeit, sondern habe immer gesagt, also spekulieren sollen andere, daran beteilige ich mich nicht. Aber es zeigt natürlich, wie wichtig die Position des Zoodirektors in Leipzig ist, welche gesellschaftliche Bedeutung diese Funktion hier hat und wie wir auch hinein in die Stadtgesellschaft als Zoo wirken und vielleicht ich dann auch als Person. Und natürlich fühlt man sich da ein bisschen gebauchpinselt, aber am Ende, glaube ich, hat es uns immer geholfen, weil wir dadurch natürlich auch immer im Gespräch waren. Die Strategie wirkt ja auch sehr gut. Immer alle 2 Jahre oder ein Jahr eine schöne Neueröffnung. Man ist immer im Gespräch. Das Ganze wirkt so, als wäre es von Anfang genauso geplant und durchdacht gewesen. Ja, in etwa sollte es so sein. Wir haben den Zeitplan nicht ganz halten können. Das hat aber meistens Gründe gehabt. Gondwanaland ist noch gewaltiger und größer geworden. Und wir haben eine Brachfläche zur Verfügung bekommen, die wir am Beginn der Planung nicht hatten. Deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, ist aber, glaube ich, auch noch schöner geworden, als wir das ursprünglich geplant haben. Dann kam die Finanzkrise, die hat natürlich auch, sagen wir mal, alles ein Stückchen prüfen lassen. Wir haben jetzt mittlerweile natürlich Corona-Pandemie, wo wir auch noch ein Stückchen schieben. Also wir haben den Zeitplan etwas gestreckt. Wir haben auch ein paar Mehrkosten zu verkraften gehabt, aber in etwa ist es genau so geplant gewesen. Ja, alle 2, 3 Jahre einen großen Knall, dazwischen ein paar kleine Dinge. Man hat immer was zu tun, man muss langfristig denken und man muss immer etwas Neues bringen und dabei immer die wirtschaftlich gesunde Entwicklung im Kopf haben und nie an den Rand gehen, dass die wirtschaftliche Sicherheit gefährdet wäre. Nun hat sie ja die internationale, auch die nationale Anerkennung ja auch an verschiedene Posten gebracht. Sie waren Weltzoo-Präsident eine Weile, sind im Moment, sagen Sie es bitte genau, Verband der deutschen Zoo-Direktoren. Ja, so ist es etwa richtig. So, genau. Kennen Sie denn jeden Zoo? Ich sage jetzt mal erst mal in Deutschland. Also die großen, ja. Alle Mitgliedszoos in Deutschland, das sind 55, die kenne ich, selbstverständlich. Wenn Sie aber dann das weiter auffächern, jeden kleinen Tierpark kenne ich noch nicht. Da gibt es dann so 500, 600 Stück, die kenne ich nicht alle. Ja, in Europa kenne ich auch die meisten großen Zoos. Ich habe mich immer auf die konzentriert,
gezielt hinzufahren, die sich auch entwickeln, wo ich wusste, da gibt es einen Masterplan, da gibt es große Investitionen, da gibt es Innovationen. Dann durch die Tagung mittlerweile bin ich international dann auch an vielen anderen Stellen gewesen. Ich habe mal aufgehört zu zählen. Ich hatte vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren noch eine ganz gute Liste. Da standen so um die 300, 400 Zoos drauf, die ich besucht habe. Und ich habe irgendwann aber aufgehört zu zählen. Vielleicht muss ich die mal wieder aktualisieren. Also die wäre auf jeden Fall interessant. Das ist bestimmt eine rekordverdächtige Geschichte, die sich da aufbaut. Als Weltzoopräsident sind Sie ja sicherlich, oder sind Sie nicht nur sicherlich, auch Botschafter der Artenvielfalt. Ja, generell ein Thema, was Sie auch immer mit vor sich hertragen. Hatten Sie das von Anfang an schon so auf dem Schirm, als es um Zoo ging? Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht in der Breite und in der Tiefe, wie wir dann tatsächlich reingegangen sind. Und die ersten Jahre mussten wir uns auch erstmal um Basisarbeit kümmern. Also es ging ums Überleben, es ging um Budgets, die wir uns freischaufeln, es ging um große Investitionen. Und als dann so die ersten 5 Jahre um waren, haben wir auch das Artenschutzthema anders angesiedelt, auch mit Budgets hinter versehen. Und ich bin selber dann auch viel mehr in internationale Gremien reingekommen. Und dort ist mir eigentlich das größere Bild viel mehr bewusst geworden. Mhm. Und dass wir eigentlich einen kleinen Teil hier vor Ort bei uns leisten, dass wir aber, wenn man es global sieht und ein Zoo hat ja Tiere aus der ganzen Welt, eben noch ganz anders denken müssen und tatsächlich nur der Teil sind, dass wir den Menschen die Schönheit und den Nutzen der Tiere auf unserem Planeten nahebringen können, damit Menschen auch bereit sind, Natur zu schützen, Tiere zu schützen, Lebensräume zu schützen, Tiere zu achten. Und diese Gewaltigkeit der Aufgabe, die Größe und auch, dass wir das noch mehr ausbauen müssen und eigentlich noch viel mehr in die Öffentlichkeit damit müssen, das ist mir natürlich mit der persönlichen Entwicklung und auch mit der Entwicklung des Zoos immer mehr bewusst geworden. Suchen Sie denn auch, sagen wir mal, Wildtiere? Also fahren Sie, machen Sie Urlaub oder Reisen, wo Sie direkt auch Tiere draußen sehen? Ja, sehr gerne. Also ich bin ein großer Afrika-Fan. Muss allerdings sagen, dass ich die letzten 3, 4 Jahre eben nicht mehr so gereist bin. Das hat gut die letzten 2 Jahre sowieso Gründe. Aber ich war mal ziemlich an der Grenze, was so meine Reisetätigkeit anging, vor etwa 5, 6 Jahren, wo ich Präsident war, wo ich dann auch noch ausgedehnte Urlaube gemacht habe mit Safaris, die ganze Familie in Afrika. Ich war also sehr, sehr viel unterwegs und ja, habe das ein bisschen reduziert, finde es auch nicht schlimm, weil ich schon das Gefühl habe, eine ganze Menge gesehen zu haben, auch einen guten Eindruck zu haben, sowohl von der entwickelten Welt, aber was mir noch viel wichtiger ist, von den ärmeren Gegenden in der Welt. Ich war in Kriegsregionen, ich war in Hungergebieten, ich war in Blauhelmgebieten und ich kenne das Gefühl, wenn man angehalten wird, die MP im Anschlag. Da muss mir keiner was erzählen und ich habe gesehen, wie das zusammenhängt, wenn man durch den gerodeten Wald fährt und begegnet irgendwelchen aggressiven Leuten dort und dass das alles in irgendeiner Form zusammenhängt. Und das mal erlebt zu haben selber, gespürt zu haben und dann diese Tragik von kilometerweiten ehemaligen Regenwäldern, die abgeholzt sind, das vor sich zu sehen, das gibt einem nochmal ein ganz anderes Gefüge und deshalb pflege ich das und deshalb werde ich es auch in Zukunft, wenn es wieder möglich ist. Wie treten Sie denn in solchen, sagen jetzt ärmeren Ländern auf? Also ich meine, wir haben natürlich immer den hehren Anspruch des Artenschutzes, aber wir haben hier in Europa ja quasi auch schon alle großen Raubtiere vertrieben und tun uns mit dem Wolf schwer. Wenn man dort jetzt quasi als Besserwisser reinkommt und den Leuten sagt, na, auf die Tiere müsst ihr da aber besser achten, wie sensibel ist das Ganze? Sehr sensibel. Natürlich müssen sie einfühlsam sein und ich hoffe, dass ich das auch bin. Wir können dort nicht als Besserwisser auftreten. Wir können uns anbieten als Partner und können sagen, pass auf, wir können euch vielleicht mit Erfahrungen helfen, die wir haben. Wir können euch mit Know-how helfen. Wir können euch vielleicht auch ein Stückchen mit Geld helfen, ein Projekt auf die Beine zu bringen. Aber letzten Endes müsst ihr es irgendwann führen, denn es ist eure Heimat, es ist eure Natur. Es geht nie ohne die Menschen. Naturschutz ist immer Arbeit mit Menschen, ist immer Arbeit mit Organisationen, mit Politik, ist immer auch Entwicklungshilfe. Also Artenschutz ist nicht einfach, ich sage jetzt hier, der Wald ist geschützt, sondern da müssen Sie viele, viele Gespräche führen
Ehrenwald einen Schutzstatus bekommt und müssen viele, viele Menschen überzeugt haben, und zwar dort vor Ort und nicht bei uns, die das alle wollen und die auch bereit sind, dafür Abstriche zu machen. Und das geht ja bis zum eigenen Einkommen, ein alternatives Einkommen zu finden, wenn sie halt den Wald nicht roden können und landwirtschaftlich nutzen können. Haben Sie auch solche Gespräche mit den Leuten dort vermutlich schon geführt? Selbstverständlich. Ich habe solche Gespräche geführt. Wir haben selber heute weltweit Projekte. Ich weiß, was es bedeutet, Projektleiter zu sein und dann vor Ort auch regelmäßig mit den Fragen konfrontiert zu sein und das auch auszuhalten. Also auch auszuhalten, nicht in dem Luxus, in dem wir hier manchmal fast ersaufen, zu leben, sondern auf ganz ärmliche Verhältnisse Rücksicht zu nehmen und die auch zu akzeptieren und selber auch Teil dessen zu sein. Kommen wir vom großen Ganzen nochmal ins Kleine hinunter. Wir haben ja schon gesagt, Sie sind eigentlich gelernter Tiermediziner. Praktizieren Sie im Privaten noch hin und wieder? Nein, ganz klar nicht. Auch wenn ich das die ersten Jahre immer noch mal getan habe und theoretisch sicherlich auch noch könnte, aber die Erfahrung, die praktische, die verlernt man natürlich, das ist ganz klar. Und Sie müssen sich halt irgendwann entscheiden, ob Sie das eine wollen oder das andere. Wollen Sie Zootierarzt sein, dann müssen Sie sich voll darauf knien und auch regelmäßig direkt am Tier sein, Erfahrungen sammeln, wissenschaftlich publizieren und halt dort den Weg machen. Oder Sie gehen den Managementweg und behalten das Große und Ganze im Kopf. Dann können Sie auch noch Wissen weitergeben. Selbstverständlich, das tue ich auch. Habe eine Honorarprofessur hier an der Veterinärmedizin und gebe auch gerne in Vorlesungen Wissen weiter. Aber das Praktizieren, da brauchen Sie eigentlich so viel Zeit, dass Sie was anderes vernachlässigen müssten. Und ich glaube, ich bin in der Funktion auch für unsere Mitarbeiter hier umso wichtiger, wenn ich an der Spitze meinen Job ordentlich mache, als wenn ich den vernachlässigen würde. Das Tier- und Medizinstudium ist ja, glaube ich, auch nicht ohne. Also ich war in meiner Studienzeit damals auf dem Zimmer mit einem Veterinärmediziner, der ist früh um 4:30 und das war schon später aufgestanden, um für irgendwelche Testate zu lernen. Ich glaube, das vergisst man dann alles auch, was man da in sich reinstopft, oder? Ja, also es ist natürlich so, es ist immer so, dass man Dinge vergisst, aber ich versuche natürlich noch ein Stückchen dran zu bleiben, jetzt speziell, was auch die Zootiermedizin angeht oder die Zootierhaltung sowieso. Da macht uns, glaube ich, keiner was vor und da haben wir ja auch mittlerweile international Standards gesetzt. Und das ist die Haltungsbedingungen und Gesundheit und Wohlergehen eines Tieres, das ist ja nicht so weit voneinander entfernt. Aber natürlich wäre es so, wenn man als Zootierarzt arbeitet, dann muss man auch tatsächlich das mit Haut und Haaren tun und muss sich dann auch regelmäßig fortbilden und auch regelmäßig wirklich dann mit dem Messer dastehen und auch mal eine OP machen. Wie viel mit Tieren ist denn bei Ihnen noch privat? Brauchen Sie jetzt außerhalb der Arbeit noch was um Sie herum, das flattert oder bellt? Ach, das genieße ich ganz gerne, wenn ich tatsächlich Urlaub mache. Es gibt Haustiere bei uns. Es gibt, als die Kinder klein waren, haben wir sehr viele Katzen gehalten und die haben die Kinder selber großgezüchtet und die sind dann auch in liebevolle Hände immer abgegeben worden. Oder Kaninchen haben wir gehabt und jetzt haben wir noch zwei Katzen zu Hause, die natürlich Mitglieder der Familie sind, ganz klar. Ihre ganze Familie lebt auch den Zoo mit? Oder es gibt so die Momente, wo Sie sagen, oh, jetzt nicht schon wieder Fachwissen über Tiere? Naja, also sie schlagen einen anderen Weg ein, die Kinder, und ich habe da auch nie Vorschriften gemacht. Die müssen schon selber ihren Weg finden und müssen auch selber Gefallen dran finden. Ich hätte mich gefreut, wenn da einer tieferes Interesse gehabt hätte, aber kann das im Moment nicht erkennen. Natürlich haben die auch gesehen, wie viel ich arbeite. Also das ist ja kein, das ist kein 8-Stunden-Job, den ich hier mache, sondern wenn man Zoodirektor sein will, dann muss man das 24 Stunden leben und muss sich da auch eine gewisse Freizeit irgendwo rausnehmen. Aber man ist 24 Stunden lang Zoodirektor. Und wenn nachts um 1 das Telefon klingelt, dass hier ein Brand am Karussell ausgebrochen ist, dann kommt das eben auch bei mir an. Und was ja auch richtig ist. Und das muss man wollen. Und Kinder, die beobachten dann ja und die machen sich vielleicht ihre eigenen Gedanken, aber sie sind jetzt beide noch in der Ausbildung und mal sehen, was dann passiert, wenn sie mal ein Studium hinter sich haben, selbst Berufserfahrungen sammeln. Und da werden die auch ihren Weg machen und werden natürlich auch merken, dass man auch etwas tun muss dafür, wenn man also irgendwas erreichen will. Also, Sie erwarten da Lernfortschritte, ich merke das schon. Haben Sie denn hier Lieblingsplätze im Zoo, wo Sie sich selbst noch tatsächlich zurückziehen können?
Ja, gibt es. Auch hier im Gondwanaland gibt es einen. Das ist oben die Brüstung, wenn man so in die Tiefe guckt. Und ja, man muss natürlich, schöne Ecke. Man muss natürlich dort sein, wenn keine Besucher da sind. Diesen Luxus habe ich, also früh morgens vor 9 oder auch mal abends. Das ist wunderschön. Da kann man auch, merkt man jetzt im Hintergrund auch, hört die Vögel zwitschern, wenn die Halle leer ist, hier eine Ruhe ist, ist das traumhaft und man denkt gar nicht, man ist in Leipzig. Bin sehr gerne in der Lodge oder auf der Terrasse der Lodge und gucke in die Ferne. Und es gibt noch einen schönen Fleck im Pongoland, wenn man so in der Mitte steht zwischen den Schimpansen und den Gorillas. Im Sommer, wenn alles grün ist, so späte Nachmittagsstunden, frühe Abendstunden, wenn die Sonne untergeht, alles in wunderbarem Licht ist, die Tiere noch draußen sind, alles wunderbar. Gibt es denn einen anderen Zoo, der Ihnen eventuell sogar besser gefällt als der Leipziger? Ach, es gibt viele Zoos, die mir sehr gut gefallen und ich habe mal gesagt, man kann in jedem Zoo was lernen, da stehe ich auch dazu, weil jeder Kollege und macht das anders und man kann immer irgendwo etwas mitnehmen. Für mich sind Vorbilder auf alle Fälle San Diego, für mich ist ein Vorbild St. Louis, New York, Bronx Zoo, in Australien ein Stückchen Melbourne, die drei Zoos haben, auch Außenzoos, die sehr, sehr schön sind, in Asien, Singapur. Also es gibt schon Orte, wo es sehr schöne Zoos gibt, wo auch viel gemacht wird. Nun haben Sie mit Gondwanaland ja quasi geholfen, ein Prunkstück zu schaffen. Das ist ja sicherlich was herausragt. Nun kommt demnächst noch Feuerland, das quasi große letzte Projekt des Zoos der Zukunft hinzu. Ziehen Sie langsam schon ein Resümee oder geht es danach erstmal richtig los? Ich weiß, die Frage habe ich Ihnen schon öfter gestellt. Zum Resümee ziehen ist noch viel zu früh. Also ich habe noch viel vor hier und Sie haben es angesprochen. Wir sind mittendrin jetzt. Wir rüsten uns, denken auch schon an die Zeit nach der Corona-Krise. Denn wir müssen ja alle gemeinsam durch. Mir ist aber wichtig, dass wir danach gestärkt dastehen und dass wir dann die Nachfrage, die es mit Sicherheit geben wird, bedienen können. Feuerland wollen wir anfangen zu bauen dieses Jahr. Es gibt noch den zentralen Zooteil, die asiatischen Inselwelten. Dort werden wir sicherlich Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, eher nächstes Jahr wahrscheinlich in die Planungen reingehen, sodass wir, glaube ich, noch eine ganze Menge zu tun haben. Möchte gerne unsere Naturschutzaktivitäten noch ein Stückchen entwickeln, vielleicht auch den Wissenschaftszweig, den wir ein bisschen vernachlässigt haben, sodass wir dort die nächsten 10 Jahre noch mal besser aufgestellt sind. Also Themen gibt es genug. Wenn Sie gerade sowas planen wie Feuerland, ist das dann auch ein bisschen wie ein Kind im Bonbonladen oder im Spielzeugladen? Also ich meine, die Wege, die man sich ausdenkt, die ganzen Führungen, das ist ja fast wie früher als Kind sich irgendwo eine Bude bauen. Klar ist das so. Das ist immer gesagt, dass ich hier meinen Spieltrieb auch als Erwachsener wunderbar ausleben kann. Ja. Das ist ein bisschen so. Klar, wenn man vielleicht eine Ader hat eines räumlichen Vorstellungsvermögens, ein Stück weit auch kreativ ist, auch mal Gedanken zulässt, wo man erst sagt, Quatsch, geht sowieso nicht, sondern mein Motto ist, geht nicht, gibt's nicht, es geht alles irgendwie und man muss einfach mal ein paar Dinge ausprobieren und muss sie auf das Machbare testen und dann zurückführen. Aber Ideen können erstmal ganz weit oben in den Wolken sein, wenn man mit den Füßen fest auf der Erde steht. Schöne Schlussworte, Herr Junold. Ich danke Ihnen recht herzlich für diese Einblicke und für dieses kleine, niedliche Gespräch im Podcast. So sehr konnten wir uns noch nie ausbreiten. Was haben Sie heute noch vor? Wo müssen Sie noch die Welt retten? Also es ist jetzt Nachmittag, ein normaler Arbeitstag, wenn jetzt nicht Corona wäre. Der geht, wenn ich keine Abendveranstaltung habe, so bis 18, 19 Uhr. Und dann kommt manchmal eine Abendveranstaltung dazu, sage ich so, dreimal die Woche, wo ich dann auch erst 23, 24 Uhr zu Hause bin. Umso schöner, dass Sie zwischendurch die Zeit für uns gefunden haben. Vielen Dank, Herr Junold. Sehr gern. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.